Also zumindest die meisten nicht. Minsk vielleicht, aber... Was? Der macht ja eh nur, was Boo sagt. So, was haben wir hier? Felonius Gists Herrenhaus. Sagt uns der Name was? Ich glaube nicht. Und was ist hiermit? Taverne Drakon. Okay, noch eine Taverne. Das wird wohl mit zu dem Herrenhaus gehören. Ha. Aber gut, hier sind schon mal ein paar anwesend. Vielleicht sind da noch mehr. So direkt beim Zirkus muss bestimmt nervig sein. Oh, das sieht prunkvoll aus. Aber man kann nicht reingehen. Wahrscheinlich ist es im anderen Kartenabschnitt dann begehbar. Oh, was haben wir hier? Ein sehr großes Anwesen. Auch verschlossen. Ha. Na gut, machen wir kurz mal dünnes Level ab. Und danach werde ich mich wahrscheinlich eine Weile in Zeitraffer umschauen. Weil sonst dauert das echt zu lange. Und geben wir ihr mal stumpfe Waffen. Also ihr Zweihandstab. Zauber, ups, sie sollte auch ein paar Angriffszauber haben. Und ja, wir könnten noch einen Feuerball mehr nehmen, aber ich nehme lieber Magie brechen. Falls wir mal wieder bezaubert werden oder dergleichen. Und ich bin auch versucht, einen Feuerball gegen Haste einzutauschen. Weil für die Feuerbälle haben wir nur falls ja noch den Stab. Ja, das mache ich doch mal. Stufe 4 kann sie noch nicht, aber haben wir eh noch keinen Zauber. Gut, gut. Na gut, ich speichere nochmal kurz ab. Und dann schaue ich mich eine Weile um. LP 56. Wieder einfach so von jemand angesprochen. Es müsste ein Gesetz geben, das die Straßen von lüsternen alten Männern wie Ragefast freihält. Von dem Ragefast haben wir schon gehört, beziehungsweise wir haben sein Haus gefunden. Wieso lüstern? Hua, beruhigt euch. Lüstern, was, wie, wer? Ragefast. Oh, das bringt mich zur Weißglut. Er ist ein machtbesessener Magier und was macht er? Er verschafft sich seine eigenen Nymphe und versklavt sie in seinem Quartier. Männer sind gefühllose Scheusale und ich persönlich wünschte, die Welt wäre sie los. Ja, wir könnten jetzt einen auf Klugscheißer machen, aber das ist, glaube ich, nicht die Antwort, die sie gerne hören möchte. Meine Güte, das ist ja schrecklich. Ich werde ihn sofort ausfindig machen und dieser Sache nachgehen. Oh gut, es gibt noch Ehre auf dieser Welt. Sein Haus ist im Nordosten der Stadt. Ja, da waren wir schon mal. Ich wünsche euch für eure Aufgabe Glück und die ganze Leidenschaft meines Zorns. Also sie ist einfach nur sauer, weil er eine Nymphe hat. War sie vielleicht in ihn verknallt und hat jetzt keine Chance mehr, oder? Hallo, Leute! Na gut, aber wirklich ein Anwesen, das man einfach so betreten könnte, habe ich bisher nicht gefunden. Mir schwant es, dass wir wirklich mit Immo in einmal jedes... Hühnchen? Also, tollwutiges Huhn. Ihr werdet alle sterben. Das ist komisch. Also, was ich gerade sagen wollte. Mir schwant es, dass wir mit Immo in jedes Haus hier durchstöbern müssen. Also einbrechen müssen. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das am besten mache. Also, ob ich das off-camera mache oder einfach im Zeitraffer. Aber ich denke mal, Baldurs Tor ist sehr, sehr groß. Und euch jetzt eine halbe Stunde im Zeitraffer anzutun, ist, glaube ich, nicht Sinn des Ganzen. Das heißt, erstmal lassen wir die Hühnerchen in Ruhe, das finde ich irgendwie komisch. Das heißt, ich werde jetzt kurz pausieren und dann wiederkommen, wenn ich mit Immoen irgendwas Interessantes gefunden habe. Bis gleich. Also bisher war unsere Diebestour nicht wirklich erfolgreich. Hier war eine Taverne. Hier war ein Haus, das sogar recht geräumig war, aber da standen überall Steinstatuen herum.
die aber eher so aussahen, als wenn das versteinerte Menschen gewesen wären. Also hat sich Imuen da recht schnell verdrückt, weil das bestimmt nicht das Oberon-Anwesen war. Dann war hier noch das Haus mit den Hühnchen. Haben uns ein bisschen umgeguckt, aber da war nichts Besonderes. Und jetzt haben wir das kleine Haus hier unter die Lupe genommen und auch ein paar Münzen rausgeholt und Edelsteine. Aber im Eingangsbereich war eine Halblingsfrau oder Zwerg oder Gnom, die so aussah, als wenn sie was zu reden hätte. Also hören wir jetzt auf zu schleichen und gehen einfach ganz normal durch den Vordereingang rein, als wenn wir nicht gerade ihr ganzes Haus auseinandergenommen hätten. Dalinia zeigt den Weg all jenen, die den Weg nach Hause suchen. Sie scheint eine Priesterin zu sein. Oder zumindest gläubig. Auch wenn ich die Gottheit nicht kenne. Euric, mein jüngster Sohn, ist mal wieder weggelaufen. Er war schon immer ein Wandervogel und er kann auch auf sich aufpassen. Aber, ach, ich bin schon ganz krank vor Sorge. Die Stadt wird jeden Tag gefährlicher. Wenn ihr ihn findet, könnt ihr ihm dann bitte diesen Talisman geben? Dann können wir alle bestimmt wieder besser schlafen. Also sie drückt einem Wildfremden, der einfach so in ihr Haus kommt, einen Talisman in die Hand und sagt, findet meinen Sohn. Ja, und ihr Sohn spielt irgendwo in den Straßen der Stadt. Ihr Sohn heißt Euric. Na gut, wir werden unsere Augen offen halten. Die Quests von den Halblingen sind immer komisch. Aber na gut. Imuen sieht sich weiter um, in Anführungszeichen, in den Häusern anderer Leute. Und ich melde mich, wenn wir irgendwas Interessantes finden. Ja, schaut mal hier, was wir gefunden haben. Eine Statue, ein Bruchstück und ein Zauberbuch. Genau das, was wir finden sollten. Und zwar in einem Haus, das nicht großartig weiter beschildert war oder großartig prunkvoll aussah. Jetzt müssen wir nur noch hier rauskommen, dann kann ich euch zeigen, welches Haus das war. Und hier sind auch zwei Frauen schon mal. Also das könnten die Schwestern sein, von denen die Rede war. In dem Haus haben wir auch ein paar Spruchrollen gefunden, also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber die Questgegenstände sind am wichtigsten. So, raus hier. Genau, das Haus hier war's. Kein Schild, kein... Na okay, es ist doch ziemlich groß. Aber trotzdem, das ist echt übel bei Baldur's Gate. Also bei anderen Spielen ist es natürlich noch ein bisschen lächerlicher. Da ist es denn, dass du überall Ausrufezeichen und Fragezeichen hast. Aber in Baldur's Gate wird gesagt, ja, irgendwo ist ein Anwesen und findet das mal. Und dann geht man los und nimmt jedes Haus auseinander. Na gut. Wo waren wir noch? Ah ja, genau, das Haus hier. Da solltet ihr nicht reingehen, da stürzt das Spiel ab, warum auch immer. Und in dem Haus war, glaube ich, nur ein bisschen Loot. Was hat Imuen? Genau, die Spruchrollen waren aus dem Anwesen eben. Das sind die Questgegenstände und das ist das Amulett von der Halblingsfrau. Na gut, das hätten wir also auch erledigt. Geh mal zurück zur Gruppe. Gerugon, du auch. Du stehst immer noch vor dem Hühnchenhaus. Hat dich richtig traumatisiert. Ja, armer Kerl. So. Und jetzt hoffen wir doch mal, dass das der einzige Auftrag von der Diebesgilde war. Und die nicht auf die Idee kommen. Ach, wenn du das gemacht hast, dann kannst du ja auch gleich noch dies und jenes und das und was tun. Denn eigentlich wollen wir nur deren Unterstützung haben im Kampf gegen Eisendrohnen. Und nicht uns bei denen irgendwie einschreiben lassen als Meisterdieb oder dergleichen. Auch wenn das Imuen bestimmt gefallen würde. So, wir wollen zum nächsten Kartenabschnitt. Da. Oder war die Diebesgilde hier? Nee, die war hier nicht. Oh, da ist ein Junge. Bist du Euric? Mama hat gesagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Lass mich in Ruhe, du bist gemein. Okay, du bist wohl nicht Euric. Ja, unsere lustige Sechsertruppe an gepanzerten Gestalten wird jetzt jedes Kind in der Stadt ansprechen. Das ist auch kein bisschen komisch oder so. Ach ja, das Leben eines Abenteurers. So, du bist auch nicht Euric. Und hier sind wir falsch. Die Diebesgilde war recht am Anfang, ne? Da waren wir eben gerade. Also gucken wir mal hier. Genau, in dem verfallenen Gebäude. Und unterwegs halten wir die Augen offen nach kleinen Kindern, die wir ansprechen können. Ich bin ganz oben. Ah, überall nur Bürgerliche.
Und die Stadt ist groß. Aber mit etwas Glück finden wir ihn unterwegs. Wenn wir nicht schon in einem Gebiet waren, wo er ist und deswegen da nicht nochmal hingehen. Egal. Es kommt auf meine Liste von zu erledigenden Dingen. Wie die Tassloy im Mantelwald. Oh, da war es ein Junge. Du siehst aber nicht gerade freundlich aus. Ja, eigentlich sehe ich sehr freundlich aus. Ich habe Charisma 18. Du musst vor mir auf die Knie fallen. Aber nein, das wäre wieder komisch. So, rein da. Und jetzt wollen wir mit deinem Chef sprechen. Und ihm sagen, dass wir alles haben. Und das alles sogar noch am selben Tag. Obwohl, nee, wir haben einmal geschlafen. Aber schneller als er erwartet hätte wahrscheinlich, wenn er uns 10 Tage Zeit gibt. Und ohne Blutvergießen das Ganze. Er muss eigentlich höchst zufrieden sein. So. Gut gemacht, das muss ich wirklich sagen. Ein Meisterstück der Diebeskunst. Ja, toll gemacht, Imhoin. Unauffällig und diskret. Ganz wie es sich gehört. Dies ist Ressa, mein Verbindungsmann bei den Halruanern. Er ist hochzufrieden mit euch und will euch nun belohnen. Verzeiht die Umstände, doch so war es vereinbart. Wovon redet er jetzt? Alatos hat nicht übertrieben, als er eure Fähigkeiten pries. Umso mehr bedauere ich die Notwendigkeit der gründlichen Säuberung, das Wort gefällt mir nicht, die nun ansteht. Ihr seid zwar hochbegabt, doch leider auch entbehrlich und wisst zu viel, als dass wir euch am Leben lassen könnten. Ja, toll. Also war es jetzt alles für die Katz? Das heißt, die Diebesgilde hilft uns nicht, sondern versucht uns umzubringen? Super. So sehr es mich auch schmerzt, ihr müsst sterben. Alle schnell rauf da, bevor er anfängt zu zaubern. Du schieß mal. Ah, keine magischen Geschosse. Lähm ihn mal. Ja, super. Er ist gelähmt und er ist tot. Die Diebe haben nicht mit der Wimper gezuckt. Das ist ein gutes Zeichen. Also, ihr habt den Halruaner umgebracht. Ja, direkt vor deinen Augen. Du hast nichts gemacht. Nehmt es bitte nicht persönlich, dass ich ihn auf euch gehetzt habe. Er war ein mächtiger Magier und ich konnte wenig tun, um ihn davon abzuhalten. Ob wir ihm das jetzt glauben? Aber keine Sorge, ihr habt die Macht über die Gilde. Wenn ihr imstande seid, einen halruanischen Magier umzubringen, können die Mitglieder meiner Gilde sicher wenig gegen euch ausrichten. Ich entschuldige mich nochmals für den Vorfall. Ha. Na gut, wir haben jetzt Macht über seine Gilde. Ich sehe das mal so, dass wir jetzt seine Gunst haben und er uns gegen den Eisenthron hilft. Sonst wüsste ich nicht wirklich, was wir hier machen könnten. Als ihn Halruaner umgebracht? Ah ne, das ist dasselbe wie eben. Und er sagt, ihr habt die Macht über die Gilde. Ja. Na gut. Das ist zwar nicht ganz so gelaufen wie gedacht, aber wir haben jetzt die Kleriker von Talmyrau? Oder wie hieß sie? Nein, das war es nicht. Auf jeden Fall haben wir einen Tempel hinter uns schon mal und die Diebesgilde. Das sind doch schon ordentliche Verbündete. Aber unser Auftrag war ja eigentlich, wir sollten uns... Ups, da kann man runter. Unser Auftrag war ja eigentlich, wir sollten das Warenhaus der Sieben Sonnen finden im Südwesten der Stadt. Und wir haben das jetzt ja alles nur gemacht, weil er uns ein Zeitlimit gesetzt hat. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich ganz in Ruhe uns im Südwesten der Stadt ein bisschen umgucken und versuchen rauszufinden, wo genau dieses Warenhaus ist oder das Lager der Sieben Sonnen. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Irgendwas kaufen oder verkaufen? Oh ja, wir haben ein bisschen was zum Verkaufen und die Sachen wollte ich eigentlich abgeben bei der Kommandantin in Nashkel. Ja, das machen wir noch mal zuerst. Die Quote an Quests für diesen Tag haben wir auf jeden Fall mit der Diebesquest gut erfüllt. Das war ja anstrengend genug, die ganze Stadt auf den Kopf zu stellen, nur um rauszufinden, wo Oberon sein Anwesen hat.
Wie ich schon mal erwähnt habe, so ein Dialogsystem wie bei Wizardry wäre echt praktisch. Hätten wir einfach einen Passanten angesprochen. Hallo du, kannst du uns sagen, wo das und das ist? Aber gut, ich will nicht so viel jammern. So, du machst gleich mal dein Spiegelbild, damit du nicht abgeschossen wirst. Und wirst unterbrochen. Ja, nee, lauf einfach weg. Wehe da. Lehm den da. Und lauf weg. Der Rest macht das schon. Aber die gehen irgendwie mal auf Dünne hier. Und sie ist auch die Einzige, die hier sterben könnte. Wie ihr ja schon mal gesehen habt. So, die sammeln wir auch gleich ein. Die können wir dann bei der Kommandantin dann auch abgeben. Sind hier immerhin 50 Goldmünzen jeweils. Das läppert sich auch. So, war es das? Ne, da ist noch einer. Mal gucken, ob die Kommandantin auch die Ankeck-Panzer annimmt. Die Weibernköpfe würden ja einigermaßen Sinn machen, weil die Weibern ja die Rinder umgebracht haben und auch die Dorfbewohner. Aber die Ankecks? So, dahin.